Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rise of Tomb Raider. Wir sind hier in der Sowjetanlage immer noch. Im letzten Part haben wir die Karte so ein bisschen gelootet. Ich glaube, wir haben jetzt alles eingesammelt, was ich hier noch offen habe. Und den Baba Yaga, das haben wir noch nicht. Ein Münzversteck fällt hier noch. Genau. Ansonsten haben wir aber alles soweit gemacht, wie es... Okay, man kann den looten, obwohl man soweit ich es machen konnte. Beziehungsweise... Beim Baba Yaga DLC könnte vielleicht noch Sachen sein, dass ich zwei verschiedene Sachen hätte finden können, die ich aber nicht gefunden habe. Also weil ich einfach nicht danach gesucht habe, weil ich dachte, ja, mir fehlen sowieso noch zwei andere Sachen. Dann mache ich das einfach nicht. Genau, wir gehen jetzt zu der Kupfermine. Exotisches Tier ist in der Nähe. Schon wieder der Hirsch? Also wir brauchen ja immer noch Fell, ne? Kann er aufhören, seinen Kopf so zu bewegen, dass er immer gerade sich dann wegbewegt? Weil wenn ich dann nicht auf seinen Kopf ziehe, dann stirbt er halt sofort. Also dann stirbt er halt nicht mit einem Schuss. Meine Güte, ey. Muss wahrscheinlich du sein, ne? Okay, wenn das Laservisier ist, natürlich cool. Einfach mal den hier ein bisschen... Warte mal, ich krieg von dem nur das Geweih, ich meine. Gut, ich brauche das nun nicht. Ich hab's voll. Gut, da waren wir. Das ist das. Diese Industrieanlage, aber die Rückseite. Hier haben wir das soweit ja gemacht. Bis zu. Ich glaube, der ersten Stufe da oben schon. Also hier war ich ja überall. Hier sind dann ja auch die Gegner gekommen. Vom Baba Yaga DLC, die mich hier verfolgen sollten. Warum auch immer. Das ist ja nicht ganz verstanden, ne? Also die haben irgendwie so viel gar nichts damit zu tun gehabt, also Trinity. Dann war ich da schon drin. Da ist halt eine Flagge, die ich noch nicht benutzen kann oder nicht zerschneiden kann. Da ist Loot, da ist Loot. Wo war ich denn? Ich glaube, ich bin hier reingesprungen, da ging es dann glaube ich weiter, ne? Hier war glaube ich irgendwas so ein Ab... Oder? War die hier? Kann sein, dass es weiter oben war. Ist weiter oben. Sieht sinnvoller aus. Okay, ich kann hier nicht an die Wand dann nochmal hochhopsen. Das heißt, ich muss tatsächlich hier rüber gehen. Genau. Und irgendwie komme ich dann von hier nach da. Und von noch weiter oben komme ich noch weiter oben. Oder ich komme von hier nach... Warum soll ich das tun? Ich verstehe es nicht so ganz. Auf jeden Fall war ich hier, das weiß ich noch. Ja, komm, halt dich fest. Hier bin ich reingegangen, dann habe ich hier aufgehört, nachdem ich irgendwas gemacht habe. Also wir gucken jetzt mal weiter. Herausforderungsgrab ist in der Nähe. Das habe ich glaube ich noch durchsucht. Hier gab es glaube ich zwei Dokumente. Okay, ich habe 6 Stoff bekommen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte. Es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur... Ich glaube, ich habe was gehört. Der war noch nicht an. Das ist jetzt schlecht gelaufen, muss ich gestehen. Da stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Der Weg ist drauf. Los, weiter. Ja, gut, das habe ich sehr schlecht gelöst. Das ist natürlich mein Fehler. Ich dachte, der ist auto. Also, sie hat das automatisch fertig gemacht, aber nein, hat sie natürlich nicht. Warum auch? Geht jetzt noch einer? Au. Ich habe irgendwie erwartet, dass hier nicht noch einer kommt. Achso, das ist aufschließen, natürlich. Hier dürfte aber wahrscheinlich Gift drin sein, oder? Ja, Spiel, ich weiß, was ich machen soll. Ich sag nicht, dass er es die ganze Zeit anzeigt. Weil ich das falsch gemacht habe. Ich hoffe, es ist nur für diesen Bereich hier. Ja, okay, Molotov kann auch liegen bleiben. Ich will ihn sowieso nicht benutzen. Also wäre wirklich super, wenn das. Ich lade mal kurz den Checkpoint. Weil es nervt mich, dass es die ganze Zeit da ist. Weil eigentlich hätte ich das sofort machen sollen. Die drei Leute wahrscheinlich ab. Okay. Ich muss da irgendwie vorbei. Vielleicht brennt es. Ja, okay, gut, das verstehe ich. Das heißt, gab es da Flaschen zur Ablenkung vorher schon?
Weil wir brauchen... Ich weiß nicht, ob das so eine brennbare Barriere war oder eine sprengbare Barriere im ersten Gebiet, also in der tatsächlichen sibirischen Wildnis. Was haben wir hier denn alles zu tun? Also der Checkpoint war irgendwie komisch, dass ich einfach da oben war. Da komme ich, glaube ich, von hier aus nicht ran. Aber wie soll ich denn da rankommen überhaupt, frage ich mich gerade. Hier sind irgendwelche Symbole? Keine Ahnung, ob die wichtig sind? Da oben ist einfach noch was. Da ist doch noch eine Flasche, oder? Dann basteln wir den Quatsch hier mal. Schmeiß das nach darüber. Und wo sollen wir hin? Wir sollen nach da. Das heißt, wir gehen da nicht hin. Sondern gehen jetzt. Okay, da wären auch noch ganz viele Flaschen gewesen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Hier haben wir nämlich noch ein Relikt. Und wir haben hier das. Sowjetische Erkennungsmarken, Standardausführung. Der Name lautet Juri Ravdonikis. Das Wort verurteilt wurde auf die Rückseite der Marke gestanzt. Okay, das heißt Juri Ravdonikis. Da steht aber CCP. Heißt es nicht Kommunist irgendwas? Das ist nicht einfach Russisch, weil hier steht sonst kein Name drauf. Hier steht sonst nichts anderes. Ich weiß nicht, wie man das daraus lesen sollte. Okay, Russisch haben wir jetzt anscheinend voll. Okay, das ist neu. Also, was heißt neu? Also, hier kommen wir hin. Da sind Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir gucken es gleich mal an. Also hier darf ich aufschließen. Ich habe nicht drauf geachtet, was wir eben bekommen haben. Aber hier haben wir wieder Gift rausbekommen. Fähigkeitspunkt, super. Wäre wirklich schön, wenn man die Tür einfach aufmachen könnte. Ach, vielleicht fährt man hier eine Lore raus, rein oder wie auch immer. Aber hier ist noch was, cool. Was gibt's hier schönes? Maschinenpistole? Ja, MP. Genau, hier haben wir welche Zeichen. Also die sind ja irgendwie relativ offensichtlich. Das muss ja irgendwas heißen. Erstmal hier looten. Ach, das ist das Grab. Okay, dann machen wir es natürlich. Ich war kurz verwirrt, ob das vielleicht irgendwas... Das Licht geht an. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Keine Ahnung. Eine Karte auf jeden Fall. Geheimnis entdeckt. Was haben wir jetzt entdeckt? Nichts? Also vielleicht das Dokument. Ne, das Dokument hatte ich glaube ich vorher schon. Da hast du ihn entdeckt. Aber ich habe irgendwie nichts hier drin entdeckt. Okay, es ist anscheinend kalt hier drin. Das hat leider kurz gefroren. Und ich konnte nicht normal schnell gehen. Ne, machen wir nicht. Geh mal hoch. Erstmal hier gucken. Okay, das ist schon mal nichts. Schade, aber hier gibt es nochmal Erz, das haben wir voll. Na, von daher können wir doch einfach runterspringen. Okay, wir können einfach hier ins Wasser springen. Das geht natürlich auch. Und da kommen wir auch. Also, man kann hier den ganzen Weg wieder hochgehen. Okay, gut, man kommt dann nicht ins Seil. Ich glaube, das ist dann ein normaler Rückweg. Ich gucke trotzdem mal, ob hier noch was ist. Weil beim Hochklettern wird vermutlich nichts versteckt sein, aber hier könnte ja was sein. Das kann natürlich auch sein, dass ich hier einfach nicht rauskomme und den ganzen Weg nochmal zurückgehen muss. Wer weiß das schon? Okay, man kann. Also, ich hab mich einfach sparen können. So, hier sind nämlich Karten. Ne, Lustkarten oder Spielkarten. Und die sind irrelevant. So, wir kriegen Pfeile, wir kriegen Komponenten, das ist gut. Okay, ich wurde einfach gerade nach rechts gedrückt. Hallo? Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein Versteck. Naja, Shift, ich wollte gerade überlegen, wie bewege ich mich schnell irgendwo hin. Okay, eine Wildschweinhaut. Interessant.
Ich meine, Wildschwein brauchen wir sowieso, ne? Obwohl, wir, doch, ein Wildschwein brauchte ich, glaube ich. Aber Beeren sind, glaube ich, das, was ich aktuell wirklich brauche. Da ist anscheinend nichts. Nö. Okay, ich kann hier anscheinend was mit Flaschen machen. Wahrscheinlich Molotovs. Aber warum soll ich das wollen? Also, klar. Ich muss das hier machen. Und hier ist Stoff, weil ich hier Stoff halt brauche. Ich könnte es durch den einen Stoff hier mitnehmen. Und ich warte erst. Aber vielleicht brauche ich ja noch mehr Stoff am Ende. Ich glaube, Stoff haben wir eigentlich recht viel. Hallo? Da wollen wir nicht reinspringen, glaube ich. Ich sollte eh drücken zum Greifen. Ich habe es gemacht. Hat nicht geklappt. Was für ein Einstieg. Okay, haben wir hier unten noch was? Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Dann geh erstmal nach oben. Muss ich mir ansehen. Ja, dann gehen wir erstmal nicht dahin, wenn du sagst, wir müssen das ansehen. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Gucken, was es hier gibt. Okay, sind wir ziemlich komisch aufgebaut hier. Okay, wahrscheinlich muss ich das immer in der Lore durchfahren. Und da war ich eben gerade. Okay, nee, ich kann es auf der anderen Seite zurückziehen. Verstehe ich. Okay, da ist einfach nur Sprengstoff. Also hier das Basismittel für Sprengzeug und für Sprengmunition. Genau, Sprengmunition, die fällt jetzt noch komplett. Na, sonst können wir es ja eigentlich nur mit Dosen machen. So. Ja, gut. Gut, sowieso erstmal in die Richtung gehen. Passt ja auch ganz gut, dass hier einfach nur extra Loot ist. Ich denke, hier wird so sein, wir müssen eher weiter runter als wieder hochlaufen. Hier haben wir Artefakte gefunden. Die Gänge sehen irgendwie ziemlich komisch aus. Aber gut. Das war knapp. Habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Okay, müssen wir wahrscheinlich das Wasser erstmal ausmachen. Okay, gut. Ein Stoff. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Das siehst du noch gar nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Okay. Interessant. Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Den Molotow oder was? Irgendwie war das, dass ich das Wasser erstmal ausschalten sollte. Aber so geht's natürlich auch. Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Die rote Mine, okay. Ich sehe nicht so viel, muss ich sagen. So schon besser. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Provisorische Waffen. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Ja. Macht ja auch Sinn. So, hier ist dann der Rucksack. Hier ist anscheinend irgendein Gas oder sowas, das komplett ignorieren. Geheimnis aktualisiert. Okay, wir haben noch den hier dazu bekommen. Das war's. Da setzen wir Wegweiser drauf. Einen anderen Weg gab's dann nicht mehr, oder? Oh, aber wir haben hier ein Lager.
Und wir können skillen. Einmal auf jeden Fall. Was soll ich machen? Ich wollte nur noch so einen Kampf machen, glaube ich, oder? Ich brauche das Kampfmesser. Grosch ist der Killer. Hatte ich noch irgendwas anderes, was ich haben will? Ich kann mir das nie merken. Schnelle Heilung. Eine schnelle Herstellung. Ich benutze das halt wirklich alles nicht, ne? Erhöhen Sie die Größe der... Ja, selbst das benutze ich ja nicht mal. Feuerpfeile können wir später noch machen. Pfeilkletterer klingt erstmal gut. Ach, keine Ahnung. Jäger, hatten wir hier nicht nur irgendwas? Loot wäre okay. Atemkontrolle, Dreifachschuss. Also ich verstehe diesen Zweifachschuss nicht. Vor allem sie bis zu zwei Pfeile separat anvisierte Ziele. Aber das ging ja irgendwie nicht. Führen Sie eine Bogenexekution aus? Ja, okay. Das war auch irrelevant. Dann haben wir das hier noch. Ja, komm, machen wir erstmal einen Plünderer. Dann kriegen wir mal Munition. Dann haben wir den Skill gemacht. Und wir gucken, ob wir Waffen upgraden können. Wenn wir ein bisschen Müll bekommen. Aber wie es scheint, nein. Schade. Dann nicht. Okay. Da oben. Da war ich. Ich war da gerade oben, ne? Ich kann hier noch hin. Ach, hier gibt es einfach nur sowas. Cool. Ich meine, hat mir ein. Ja, Stofffetzen geben. Ich gucke mal kurz nach hier. Okay, vielleicht war ja doch nicht kalt. Sie hat einfach nur das Knicklicht angemacht. Okay, hier gibt es wirklich nicht so viel zu sehen. Weil immer wenn sie das Knicklicht anmacht, werden wir auf einmal so langsam. Und dann jäten wir es einfach weg. Jetzt bekommen wir einfach unbegrenzt davon. Ich hab gedacht, das Ding fährt jetzt erst runter. Okay, da müssen wir schon erstmal das Wasser aufhalten, um das abzufackeln. Also ich lasse die hier erstmal stehen. Hier gibt es wahrscheinlich noch Stoff, den wir voll haben. Da gibt es auch eine ganze Menge Quatsch. Hier gibt es nochmal das Explosivzeug. Und hier haben wir noch ein Relikt. Gib mal her. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Wer? Welche gleiche Handarbeit? Von wem? Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Ich bin mir nicht sicher, wie es mit diesem Sicherheitsglas funktioniert, aber können wir es mit unserer Achse einfach zerstören? Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Okay. Ich gebe das hier nochmal her. Und wir gucken dann gleich mal, was wir tun sollen. Ich könnte versuchen, hier rüber zu klettern, aber ich glaube, das hilft nicht. Dann konnten wir noch nach rechts weit. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Das stimmt. Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, was soll ich da machen? Achso, die soll da ranspringen oder was? Wo springe ich hier hin? Ah, hier ist ein Wandgemälde. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Okay, hier kann ich irgendwas ranziehen. So, die Frage was? Diese Förderwagen, die könnten das Wasser stoppen. Ja, aber ich weiß. Ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt tun soll. Das hat nicht so ganz geklappt, ne? Ich habe mir schon wie gedacht, irgendwie wird das bestimmt nicht klappen. Ich tippe mal darauf, dass ich irgendwie jetzt den einen Förderwagen
Ach doch, da ist doch was. Oder nicht? Dann sagen wir uns hier heute den Part ein bisschen und machen auf jeden Fall das Grab hier noch fertig. Weil so lang geht es ja auch nicht mehr. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Hä? Nimm doch einfach das Ding. Ich könnte irgendwas darauf schießen, hab ich auch gesehen. Oder war das das andere hier? Vielleicht muss ich das von hier machen. Aber wenn der dann halt auch noch weg ist, dann ist doch auch Ende, oder nicht? Oder vielleicht gibt es da einfach unbegrenzt von. Ja, und jetzt? Ich könnte mir vorstellen, ich muss den jetzt nochmal anschießen. Aber was würde passieren, wenn der wegfällt? Wenn ich jetzt einfach nochmal dran springe und das weggezogen wird, dann wird es hier wegfallen. Genau, dann mache ich das hier fest. Spring da nochmal runter, hoffe, dass es jetzt klappt. So, abgerollt. Jetzt ein Feuerchen. Wo ist das Ding? Weg, okay. Sehe ich ein. Dann da rein. Abfackeln. Okay, da war anscheinend doch noch gerade was. Das ist einfach nur in den Boden gefallen oder so. Hier ist nochmal dieses komische Magnesit jetzt, glaube ich. Sonst ist hier. Hatten wohl irgendwann genug. Ja, und dann sind wir jetzt hier oben. Gibt es noch was? Ja, da gibt es noch was, da gibt es noch was. Und dann können wir wahrscheinlich gleich zurückgehen. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Das gibt mir auch noch was Volles. Haben Sie das Ding hier rausgezerrt? Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Wache Augen. Was gibt's dafür? Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Okay. Cool. Ja, und hier ist das Ding, wo ich sowieso hin wollte. Beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Ja, Lara, aber egal was du ausgräbst, du machst auch, also was heißt ausgräbst, wo du langkommst, machst du auch alles kaputt. Also kannst du nicht so sagen, dass dir so schlecht. Das scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Okay, dann darf ich da lang klettern. Okay, ausnahmsweise geht das Licht automatisch an. Also, ich muss es sonst auch nicht anmachen, aber sonst muss ich da halt immer so eine Animation ausführen. Okay, weiter geht's. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt können wir hier, glaube ich, runter. Oder einfach dahin. Dann haben wir es, glaube ich, auch fertig. Dann können wir hier noch das Ding hier mitnehmen. Dann kriegen wir wieder das letzte Stoffstück. Also eigentlich hätte ich das unten einsammeln können. Aber naja. Und ich habe... Stimmt, ich habe ja schon voll. Ich habe das ja aus dem einen... anderen Behälter bekommen, aus den Runden. Ja, gut. Dann müssen wir noch rauskommen dann. Sind wir auch fertig mit dem optionalen Grab. Also ich sehe halt den Sinn dahinter nicht, die nicht zu machen. Ich meine, ich verstehe sowieso allgemein Leute nicht, die einfach nur die Hauptstory von dem Spiel durchspielen und dann war's das. Also ich sehe halt
wenn es jetzt so blöde Multiplayer-Dinger gibt, wo man halt gar keinen Bock drauf hat, die ziehe ich halt nicht für 100% für mich. Aber wenn ich was im Singleplayer machen kann, dann mache ich es in der Regel halt auch. Okay, nee, nicht immer. Jetzt zum Beispiel Mafia fällt mir gerade ein, da irgendwelche Heftchen oder sowas zu sammeln. Da bin ich dann doch auch raus. Also da habe ich auch nicht Bock, 100% zu machen. Aber hier sowas, was halt wirklich auch spielerisch Spaß macht, sage ich mal. Also wo man halt wirklich was machen muss, da sehe ich halt nicht, das nicht zu tun. Man kann es auch gleich lassen, aber egal. So, wir haben dies optionale Grab gelöst. Das heißt, im nächsten Part machen wir dann weiter mit da oben irgendwas. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.